Heute wieder mal kurzöser mit einem etwas anderem Hands-on und zwar von einem Ding namens Sketchometry, eine App, die gerade in der Beta-Phase ist und ganz interessante Möglichkeiten bietet für jeden Mathematiker. Klickt einmal auf Neu, kommt eine leere Seite und man denkt sich, ja, was kann man denn hier alles machen? Das Tolle ist, man kann mit dem Finger ganz schnell konstruieren und zum Beispiel Punkte konstruieren oder, und das ist eben das Geniale, mit Bewegungen, zum Beispiel, wie man es gerade gesehen hat, hier einen Strahl oder eine Gerade zeichnen. Also das ist wirklich sehr genial. Es gibt da oben dieses kleine Menü mit den Werkzeugen, wo man das auch noch ziehen kann. Also hier sieht man, dass das Ganze so ähnlich wie GeoGebra dann funktioniert. Es fehlt hier eigentlich nur die Möglichkeit, die Funktionstherme auch anzuschreiben. Aber sonst ist das schon sehr, sehr interessant, weil hier Gesten erkannt werden von Fingereingaben. Probieren wir das noch ein bisschen. Was geht da noch? Da wollen wir konstruieren. Und zwar, wie man sieht, sind auch Kreise kein Problem. Schauen wir, ob Ellipsen auch funktionieren. Na, das wird mir ein Viereck. Okay, probieren wir das mal wirklich wie ein Viereck zu zeichnen. Das ist sehr genial. Was gibt es hier noch für Konstruktions Möglichkeiten. Schauen wir mal, was da noch dabei ist. Also man sieht, man kann auch Funktionen zeichnen, Winkeln, einen Sektor, regelmäßiges Polygon oder und mit Lineal und auch einen Regler. Probieren wir mal diesen Regler da aus. Das ist, wie man sieht, alles sehr touch optimiert. Miniwert, Maxwert, Startwert und Name. Okay. Geben wir den Ganzen noch einen Namen. Vielleicht A. Und schon haben wir hier einen Regler, von dem man dann abhängig was zeichnen kann. Also auch dieser Regler ist ohne Probleme, so wie in GeoGebra, verschiebbar. Man sieht, der Zahlenwert passt sich dem an. Okay, vielleicht machen wir nochmal geschwind da drüben. Schauen wir noch kurz nach. Da gibt es eben ein Menü namens Löschen, Messen und so weiter. Schauen wir mal, was das Messen da machen kann. Wähle das zu messende Objekt aus. Okay, ich nehme jetzt da zum Beispiel dieses Viereck, da wird die Fläche gemessen oder hier, wenn ich das Messen auswähle, dann kann man die Distanz zum Beispiel von A und B mit 9 genau ausmessen. Also sehr interessant, diese Sketchometrie. Vielleicht machen wir das Ganze nur mal neu. Habe da dann eben hier meine Konstruktion, die dabei noch umbenannt ist. Machen wir noch eine neue Konstruktion und probieren das Ganze noch mal mit Funktionen und mehr war hier das Plot. Man sieht, hier haben wir die Möglichkeit, einen Funktionsteil mit der eingebauten Tastatur einzugeben. Machen wir was Einfaches, wie zum Beispiel f von x, x Quadrat oder sowas in die Richtung. Schauen wir mal, x Quadrat und dann mit Enter bestätigen. Und man sieht, diese Funktion wird auch sofort gezeichnet. Es geht hier leider kein Zoom, Pinch-to-Zoom-Bewegung. Es wird hier nur der Browser-Zoom eigentlich aktiviert. Also das ist ein bisschen anders als wie bei GeoGebra. Aber für die ersten Belange reicht es. Für eine Beta-Version ist das schon ziemlich genial. Am meisten gefällt mir jedoch wirklich die Konstruktion von Linien über Stricheingaben mit dem Finger. Beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit hier eine Senkrechte, man sitzt da oben, ganz schön zu zeichnen und dann hat man eben eine Senkrechte bezüglich zum Beispiel dieser Achse. Okay, soweit einmal ganz, ganz kurz zu diesem netten Programm Sketchometry. Ist wie gesagt in der Beta-Version vorhanden und bin schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Einen Versuch ist es auf alle Fälle wert, speziell in der Eingabe mit dem Finger im Browser. Man braucht nichts installieren. Ist das Ganze schon wirklich genial benutzbar und auf Tablets, glaube ich, ist es schon sehr, sehr nett. Man kann damit ein paar Dinge aus dem Geometrieunterricht sehr schön auf die Fingern oder mit Hilfe der Fingern konstruieren.